So, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen. Ich bin vorhin mit dem Telefon in der Hand zum Tisch spaziert und habe meine Frage gezogen. Schlecht oder gut, will ich nicht urteilen. Aber für mich ist das etwas, was meinen Familienzusammenhalt fördert. Denn ich habe gerade meiner Familie Bescheid gesagt, in 5 Minuten bin ich dran. Und das heißt, für mich sind Medien Kommunikation. Und Kommunikation ist förderlich für Familie. Denn meine Familie weiß ja sonst nicht, wann ich dran bin, und die können nicht einfach den ganzen Tag von der Arbeit fehlen, nur um mir zuzuschauen, auch wenn sie es gerne möchten. Aber meine Hauptaussage und auf das, was ich eigentlich hinaus will, sind 3 Buchstaben. GGT. Ganz einfach. Gehirn gegen Telefon. Das heißt, man sollte in der Erziehung viel mehr sein Gehirn verwenden, anstatt das Telefon. Denn digitale Medien oder generell jede Medien finden Einzug in unser Leben, überhaupt soziale Netzwerke. Ich sage nicht, dass sie schlecht sind, aber Dosis macht bekanntlich das Gift. Und es ist einfach sehr schwer heutzutage real zu kommunizieren. Denn mir hat einmal jemand gesagt, schalt dein Telefon aus, schalt den Fernseher aus und du lernst in deinem eigenen Wohnzimmer richtig interessante Leute kennen. Und das stimmt. Also, ich habe sehr viel das Telefon benutzt. Ich war fast schon süchtig nach Computerspielen. Das hat mir meine Familie weggenommen. Sie hat mich erzogen gegen diesen Konsum und ich bin ihnen dankbar dafür. Mittlerweile habe ich einen guten Umgang damit gelernt und es funktioniert. Fast reibungslos eigentlich. Ein großer Punkt für mich sind aber auch noch Vorbilder, denn gerade in der Erziehung spielen Vorbilder eine enorme Rolle. Denn wenn Erwachsene uns was vorleben, wir kopieren es. Für ein Kind ist der größte Traum, so zu werden wie sein Vater oder wie seine Mutter. Aus dem einfachen Grund, weil er sie vergöttert. Das ist irgendwie normal. Oder so war es zumindest für mich normal. Ich muss auch dazu sagen, ich zu meiner Zeit habe in der Sommerfrische noch gespielt. Ich war draußen im Schlamm. Wir haben uns einfach so verabredet, 7:30 haben uns da getroffen. Wer nicht da war, der war halt nicht da. Aber es geht ja eigentlich um Erziehung. Was hat das jetzt alles damit zu tun? Ganz konkret. Erziehung braucht es, aber sie geht Hand in Hand mit den Medien. Denn heutzutage wird alles schneller, besser, größer. Und ich in der Schule kann nicht mehr leben. Alles ist digital. Wir sind eine digitale Klasse. Und somit brauche ich das. Aber es braucht auch die Erziehung. Denn bei der Erziehung ist sehr wichtig, dass es gerade am Anfang Grenzen gibt. Man probiert die Grenzen zwar immer auszutesten, aber die Grenzen müssen klar sein. Und für mich ist einfach wichtig, dass man das Gehirn benutzt gegenüber dem Telefon. Also GGT. Das ist das Wichtigste. Aber speziell und auf das, was ich eigentlich hinaus will, um den Punkt zu machen, und dann will ich es auch schon lassen, es geht Hand in Hand und jeder muss seine Mischung finden. Maximilian, danke schön für deinen Beitrag.